die Jugendlichkeit einfach so gut geändert zu haben. Ich bin dann auf die Stärke aufgetaucht. Ich bin da sehr, sehr oft. Damit Beginn des Spiels. Die Human scheint den Start nicht mitgekriegt zu haben. Doch, jetzt sind sie dabei. Ah, die zwei von The Human nimmt den HTWK-Spieler den Ball sofort ab. Richtet sich zum Schuss aus. Kommt am HTWK-Spieler dran vorbei. Die Human ist offensiver unterwegs, da sind jetzt zwei davor. Da wird alles gegeben, schnell Tore zu schießen. Der Human-Spieler jetzt, Schuss aufs Tor. Der Torwart sieht ihn nicht, wirft sich zu spät. Da fällt das 2:0 für die Human. Es sieht so aus, als hätte Biumen die Pause genutzt, um die Spieler ein bisschen aggressiver einzustellen, dass zwei vorne stehen. Wir sind im Set, Kickoff für nach dem 2:1 für Human. Der Passversuch war ein bisschen schwach. Der Spieler versucht so durchzukommen. Hat anscheinend die Interesse am Ball verloren. Human nutzt sofort die Schwäche aus. Die 5 ist da, spielt den Spieler aus. Wo ist der Torwart der HTWK? Der steht am Spielfeldrand. Ein Philipp sucht seine Mama Nettie. Philipp ist wo abzuholen? Links am großen Bildschirm. Gern. Der Ball wieder vom Tor der HTWK. Ausrichten zum Tor. Enge Sache. Versucht der Schuss und er nimmt den Ball ihm nochmal vorm Fuß. Ist jetzt aber nicht aggressiv, den Ball sofort zu holen, nach vorne zu spielen. Weiterer versuchter Schuss. Der Torwart wirft sich. Der Ball ist noch nicht aus. Die Situation ist immer noch gefährlich. Die 5 der HTWK jetzt am Ball. Schafft es sich drum zu drehen, ohne ihn ins Aus zu spielen. Das sieht gut aus. Versuchter Pass, aber wird abgefangen von Biumen. Der Torwart wirft sich. Ah. Der Torwart kann das Schlimmste nochmal verhindern, aber der Ball ist immer noch nicht gerettet. Der Biumen-Spieler zieht dran vorbei, legt den Ball der 3 vor. Sie verwandelt ihn nicht sofort.
Seitwärtskick. Sehen wir da einen Seitwärtskick? Ja, sehen wir. Und damit das 3:1 hier im Finale der SPL. Spieler wieder zurück auf ihrer Position. Der Torwart hat seinen Platz nicht ganz gefunden. Anstoß für die HTWK. Zeit verstreicht. Der Ball jetzt in den Raum von Biumen. Die von Biumen jetzt am Ball versucht den Schuss. Hat nicht sofort Glück. Versucht der Pass. Versuchter Schuss, abgefangen von der HTWK. Durchs Abfälschen ausgegangen, Ball jetzt zurückgesetzt. Und die Situation wird eng. Die HTWK jetzt am Ball, spielt vorwärts, wird bedrängt vom Bremer Spieler. Kann ihn jetzt ausspielen. Da vorne steht niemand, der das Ding annehmen kann. Er muss jetzt einfach selbst nach vorne rennen, muss sich durchsetzen gegen zwei Verteidiger, die auch nicht untätig rumstehen. Die zwei von den Bremern jetzt dazwischen, versucht zu schießen, kriegt ihn nicht weg. Jetzt aber die Chance für die Bremer, dadurch, dass der HTWK-Spieler liegt, das sind die Sekunden, die fehlen. Versuchter Pass, die 5 hat sich nicht angesprochen gefühlt, läuft jetzt Richtung Ball und versucht sicherlich aufs Tor zu schießen. Versucht der Schuss, geht daneben und der Ball geht aus. Biumen jetzt am Ball. Die Verteidiger versuchen sich zwischen Tor und Ball zu stellen. Der Ball geht ein wenig weit. Die zwei von Biumen jetzt am Ball. Versucht da Schuss aufs Tor. Geht schön durch alle HTWK-Spieler. Der Torwart sieht ihn. Wirft sich ein bisschen früh, aber der Verteidigungsspieler ist auch noch da. Der muss jetzt das Ding nach vorne bringen. Versucht da Pass, abgefälscht von Biumen. Der Biumer Spieler läuft jetzt rückwärts, um an den Ball zu kommen. Ganz großes Kino. Der HTWK-Spieler kann sich dennoch durchsetzen. Die zweite HTWK steht jetzt vorne, versucht da zu passen, aber macht das Ding selbst rein. Versuchter Pass, die zwei nicht rechtzeitig da, die drei von Biumen nimmt den Ball an, spielt ihn zurück. Da muss die vier nochmal ran. Versuchter Pass von der 3, abgefangen von der HTWK. Nichtsdestotrotz die 2 von Biumen da. Schöner Pass in dem Feldraum der HTWK. Der Verteidiger kommt angewetzt, den Torschuss zu verhindern. Den Sidekick hat er abgefangen, jetzt muss er sich durchsetzen. Kurz durchgesetzt, reißt den Biumen-Spieler mit, aber die 2 von Biumen steht einfach richtig, steht gut, schießt Richtung Tor. Der Torwart sieht den Ball, wirft sich, kann ihn abfangen.
Aber die Situation ist nicht desto trotz heikel. Das Ding muss jetzt nach vorne gehen. Und die Bremer Spieler stellen sich immer schön zwischen die Pässe. Damit der Ball hinter dem Torwart. Damit Sidekick und da fällt das 4:1 für Biumen. Die Spieler zurück in ihrer eigenen Spielfeldhälfte. Und Anpfiff. Abfang des Passes. Der Biumen-Spieler ein Tick schneller. Nichtsdestotrotz wird der Schuss abgefangen durch den Spieler der HTWK, abgefälscht. Der Ball geht ins Aus, wird zurückgelegt. Damit die Situation wieder spannend für die HTWK. Diesmal entscheidet sich der Torwart direkt rauszugehen. Achso. Der Verteidiger geht direkt raus. Pass durch den Verteidiger, aber niemand, der es annehmen kann. Da muss jemand hinterherrennen. Die 5 von Biumen ist deutlich fixer da. Versucht sie direkt aufs Tor zu schießen. Das sieht ganz so aus. Den Plan hat sie verworfen. Sie hat den Gegner vor sich gesehen. Zweikampf. Ah, man sieht immer wieder dieses Bild. Die HTWK setzt sich ganz kurz durch, um dann umzufallen. Und dann den Vorteil kann sie dann einfach nicht nutzen. Die HTWK jetzt am Ball. Die 5 von Biumen geht dem Spieler schön aus dem Weg. Versucht sich jetzt dem Pass zu widersetzen. Und die 2... Der Bremer hält den Pass professionell auf. Ganz großes Kino. Der Ball im Mittelfeld. HTWK und Biumen jetzt da. Die 5 ein bisschen schneller von Biumen. Schöner Pass nach vorne. Da ist kein verteidigender Spieler mehr. Die 5 muss jetzt ran. Die 5 und die 4. Der Torwart guckt jetzt nicht Richtung Ball. Die Chance für Biumen. Und damit endet das Finale mit 4:1. Damit Biumen Sieger dieser German Open in der SPL. Die HTWK auf Platz 2. Wir sahen eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit und dann wie Biumen dominierte in der zweiten. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.